Ingolstadt mit Sabrina Wittmann zu Gast bei Olaf Jansen und Viktoria Köln gibt's wieder ein Spektakelspiel. Köln gegen Dortmund 3:5. Zuletzt das torreichste Spiel der Saison. Noch ein schneller Blick auf die Uhr und los geht's. Und zwar direkt wild. Balleroberung der Ingolstädter. Testro zieht Kurpatsch. Kurpatsch mit dem ersten Kontakt. Tor. 1-0 Ingolstadt in der 6. Minute. Wie gegen Dortmund. Ein frühes Gegentor. Der frühe Rückstand für die Viktoria. Kurpatsch neu in die Startelf gerückt. Sorgte sofort für einen Treffer. Auf der anderen Seite dann Henning. Henning, Brian Henning, Traumtor zum 1:1 in der 20. Minute. Die Kölner zurück im Spiel nach diesem wunderbaren Treffer. Henning von Beginn an in diesem Spiel sehr präsent, überall zu sehen auf dem Platz und hier mit diesem wunderschönen Tor. Auch bei der nächsten Szene ist er beteiligt. Nur 4 Minuten später wieder die Kölner. Da ist Henning, der wird geblockt, aber dann kommt der Ball zu Elmala. Said Elmala, der erst 18-jährige Offensivmann mit dem 2:1. Hier Henning geblockt von Deichmann und Deichmann schaufelt die Kugel zum Torschützen. Said Elmala dreht das Spiel. Halbzeitstand 2:1. Jansen, wie zuletzt gegen Dortmund, gingen sie mit einer Führung in die Pause, aber da haben sie verloren. Was kommt heute? Da kommen die Gäste. Kostli und Gröning, Kopfball. Da ist der Ausgleich in der 49. Minute. Der Däne so oft als Joker erfolgreich, dieses Mal in der Startelf und so kann er auch sein 5. Saisontor. Der Dank galt dem Vorbereiter Kostli. Dann auf der anderen Seite die Kölner. Lobinger, ein Tunnel gegen Lorenz, vorbei an Keidel und ein Tunnel gegen Funk. 3:2 die Führung für die Viktoria und wieder ein Torhagel in Höhenberg. Wie weit kommt es dieses Mal? 51. Minute. Lobinger hier, der freche Tunnel gegen Lorenz. Dann macht es gut gegen Keidel und gegen Funk und er erzielt sein 6. Saisontor. Andere Seite, Ecke Kurpatsch, Gröning, da ist er wieder, der Däne, Doppelpack, sein 6. Tor. Was war denn hier los? 3:3, wieder so viele Tore in Köln, jetzt schon 6 und das 2. Kopfballgegentor für die Viktoria. Doppelpack für den Dänen. Und es blieb weiter wild. Jetzt wieder die Ingolstädter, die wollten das 4:3. Ball kommt zu Kurpatsch, Kurpatsch. Klatsch, Alu, 56. Minute, die Großchance für die Gäste, hier mit 4:3 in Führung zu gehen. Es blieb beim Unentschieden und es blieb spannend. Andere Seite, Handle, da ist der starke Henning, aber Funk auch stark und am Ende Lobinger zurückgepfiffen. Aber das erste hätte gezählt nach wunderbarer Flanke von Handle, der überragende Henning gegen den ebenso überragenden Funk. Was für ein Reflex. Weiter 3:3. Dann keine 20 Minuten mehr. Da ist er wieder. Der Arbeiter, der Renner, der Macher. Henning. Henning Güler gerade neu im Spiel. Da ist Güler und er macht's rotzfrech aufs kurze Eck. 71. Minute 4:3 für die Viktoria. Güler war 3 Minuten dabei und er erzielt sein 6. Tor und zwar sein 6. Joker-Tor, der Top-Joker dieser 3. Liga. Der glatte Wahnsinn. Haben wir noch was? Jo! 87. Minute, nochmal Ingolstadt. Fröde mit der Flanke und Kanuric, auch Joker-Tor. 4:4, da haben wir die 8 Tore, wie gegen Dortmund. Die Nummer 8 macht das 8. Tor. Es war das 3. Kopfball-Gegentor für die Kölner. Zum 4:4 und dieses 4:4 war der Endstand in Höhenberg. Köln gibt spät den Sieg aus der Hand. Der FCI mit dem Happy End. Ingolstadt spielt zum 3. Mal in Folge unentschieden und ist nun seit 4 Spielen unbesiegt. Nach den Ergebnissen, wonach wir ja auch offensichtlich bewertet werden, haben wir die Serie gehalten. Ich wurde ja im Vorfeld mehrfach darauf angesprochen, dass wir hier, glaube ich, in 3 Jahren ein Tor erzielt haben oder wie auch immer. So, jetzt haben wir 4 erzielt, haben einen Punkt geholt. Es fühlt sich jetzt trotzdem nicht sonderlich gut an, aber zumindest
Ja, kann ich den Jungs in Sachen Engagement, Intensität, Anlaufverhalten, dann auch in der Offensive, wir haben wirklich auch wieder viel kreiert, können wir uns keinen Vorwurf machen. Wir müssen einfach diese Fehler abstellen. Wir wissen irgendwie selber nicht gerade, woran es hapert, dass wir so viele Gegentore in den letzten beiden Spielen kassiert haben. Wir haben es eigentlich gut analysiert, wir wussten, was auf uns zukommt, was auch für eine Wucht im 16er auf uns zukommt. Wir können zum Schluss natürlich auch besser verteidigen und wir wollen natürlich auch nicht so spektakuläre Spiele haben. Die letzten zwei waren ja Wahnsinn und wir müssen uns da wieder fangen. Aber hallo, zum zweiten Mal in Folge turbulente 8 Tore in Köln. Die Viktoria mit 9 Gegentreffern in 2 Heimspielen. Aber nach 2 Niederlagen holen die Kölner zumindest mal wieder einen Punkt. Live beim Magenta Sport.